Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Search. Komm jederzeit wieder. Das letzte Mal haben wir versucht, einen Boss zu legen. Lief ziemlich gut. Bin nur zweimal gestorben. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach ein bisschen diese Leute hier zu schnitzeln, weil ich Minderwertigkeitskomplexe habe. Weil ich es nicht beim erstmal geschafft habe, den Boss zu legen, fühle ich mich jetzt wie ein Boss, wenn ich die hier erlege. Und beim letzten Mal habe ich euch schon natürlich meine Dienste als Doktor angeboten, wie super toll ich euch eure Gliedmaßen abschneiden könnte. Also, da könnt ihr euch paar tausend Euro sparen, wenn ihr da zu einem regulären Arzt geht oder Doktor oder Krankenhaus. Die ziehen euch ja vollkommen ab. Ich mach's euch komplett umsonst. Und das auch fast ohne Schmerzen. Also überlegt's euch, gell? So. Hab ich grad verkackt. Zack. Und wartet. Boah, lol. Gleich neu jemand. Zack. Und finished. Da bist du. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch mal so ein Fag. Zack, zack, zack. Und Kopf ab. Gehen wir mal hier hoch. Bewegen wir unseren fetten Arsch mal hier hoch. Und überladen diesen Schaltkreis. Zack, boom. Haben wir hier eine Wolfram-Legierung? Was haben wir hier? Einen Erhaltungsmatrix und ein Audiolog. Wir hatten schon wieder Probleme mit Robert Weave. Dieses Mal über das Exo-Rig-Programm. Er verweigert die Implantation. Wir haben ihm erklärt, dass der Eingriff minimalinvasiv erfolgt. Ihm sogar eine Verdopplung seines Bonus angeboten. Aber nein, er denkt, das Management will damit die Belegschaft kontrollieren. Hat sogar wieder mit seinem Gewerkschaftsschwachsinn angefangen. Wenn er die anderen mit diesem Quatsch vergiftet, wirft uns das um Monate zurück. Es ist erstaunlich. Er scheint es kein bisschen als Arbeitserleichterung zu sehen. Ich empfehle die Terminierung seines Vertrags. Wir haben uns schon zu viel mit seinem Müll rumgeschlagen. Klar, ich find's auch nicht schlecht, mir da irgendwas in den Schädel reinbohren zu lassen, also pff, no problem, Bro. Scheint ja auch echt geil zu sein, weil ich meine, die hier sind ja anscheinend irgendwie alle durchgedreht oder so und keine Ahnung, was hier vor sich geht eigentlich. Hab da echt irgendwie null Schimmer. Aber ist ja eine Arbeitserleichterung, wenn alle hier zu Zombies werden. Habe ich kein Problem mit. Was die Frage aber aufwirft, wieso das eigentlich jetzt so ist, wieso hier alle durchgedreht sind und nur wir irgendwie am Leben sind. Und wieso plötzlich so ein Hologramm vor uns aufgetaucht ist und uns da gesagt hat, so, jo, du, check mal ab, da so die Magnetschwebe waren, sollte ich mal zum Vorstand gehen, da könnte jemand dir helfen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als einfach zu sagen, so, ja klar, kein Problem, da draußen sind zwar überall Zombies und so Scheiße, aber kein Problem. Wir laufen da mal hin. Ja. Und wieso hier eigentlich alles so richtig verranzt und abgekackt aussieht. Ui. Der wollte uns auch. So. Der wollte auch unseren Booty hier.
Aber schaut dem sein Booty doch mal an, hey. Unser Booty, der ist richtig heftig. Burns like hell. Sieht gesund aus. Machines are taking. Ah, okay. Okay, okay. Oh. Zack, boom. Raging Robot Drones. Ah, okay. Ui. Was kaputt machen? Oh. What's happening? What is happening, Alter? Ich hoffe, das eine Teil kommt jetzt nicht angelatscht. Oh no. No, 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 no. Komm her. Ein Schiss, oder? Der hat ganz sicher Schiss. Oh, der hat keinen Schiss. Der macht uns fertig. Jo, der macht uns ganz ordentlich fertig. Was ist das? Das ist ein Miniboss, oder? Autsch. Ja, nein, 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 oh no. Der hat sich geheilt. Oh Mann, diese Bitch. Alter. Komm her, komm her. Ja, give me that, ja, Mann. Sein Arm abgehackt. Ein Angel-Modul. Alter. Und eine neue Waffe. Codename Angelheart. Yes. Die sieht mal Gucci aus. Aber erstmal Medipacks schnell auffüllen. Alter, der bombt richtig, richtig rein. Die gibt ja ordentlich Feuer. So. Dies ist keine genehmigte Pause. Das ist keine genehmigte Pause. Bla bla. Können wir die gleich aufbessern, die Waffe? Ja's, gleich mal aufbessern. Zack, boom. Nein. Die Beine fehlen mir. Okay. Ne, falsch gedrückt. Jetzt haben wir ein Bein. Mal schauen, vielleicht packen wir jetzt gleich den Boss. Aber ich tue erstmal schnell mein Zeug ablagern. Damit ich es nicht verliere. So. Pass auf dich auf. Zack.
So, dann mal wieder diesen einen Guy hier. Zack. Schlitz. Und Arm. Oh, warte, da haben wir noch was gehabt. Und in der Hälfte durch. So. Zack. Zack. Euch ignorieren wir mal gekonnt. Ich will diesen Boss jetzt endlich legen. Ja, aber du hast jetzt nichts mehr zu sagen hier. Ich habe eine geile Waffe. Zack, zack, zack. Alter, ich treffe nichts. Ach, du Bitch. Vollstrecke maximales Strafmaß. Zack, 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 zack und zack. Ah ja, genau. Machst noch einen dritten Schlag oder was? Taktische Analyse wird aktualisiert. Und komm schon, jetzt finish dich hier. Zack, boom, tot. Nein, bitte. Bitte töte mich nicht. Ich möchte leben. Ich habe eine Familie. Meine schönen Rollstuhlkinderkids. Komm schon, komm schon. Ich will sie nicht. Nein. Oh doch. Yes. Meine süßen Rollstuhlkids werden stolz auf mich sein. Ich habe es geschafft. Gleich mal schauen, was für eine Waffe ich habe. Okay. Ja, die sind beide gut. Aber die sind ticken besser. Hey, das ist die. Oder wobei, wie sieht die aus? Ich weiß nicht. Hey, das ist die. Die ist stronger. Harder, better, faster, stronger. So, und bevor wir in die Magnetbahn einsteigen, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.